Weiter mit Let's Play Hogwarts Legacy und zwar dem Unterricht zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. In der letzten Folge haben wir den Zauberkunst Unterricht gemacht. Ich nehme kurz. Wie schön Sie zu sehen. Und hier ist der Name übrigens. Ignatia Wildsmith. Wie gesagt, das habe ich schon erklärt. Das ist die Erfinderin des Reisens mit Flohflammen. Ist das alles? Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. So, halte den Zauberstab, also mit 11 fest. Ja, wir wissen, wie es läuft, ne? Und lernen damit Levioso. Levioso. Wingardium Leviosa. Nicht Leviosa, sondern Leviosa. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Ja. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Hallo, da fehlt die Begrüßung. Die Verbeugung. Das wird ein Kinderspiel. Protego! Protego? Das ist ja ein Dinger. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Stell sie einfach. Ein schönes Duell, was ich zu los. Protego. Schöne Sache, Schubbären. Nutzen Sie den Basiszauber, wenn Sie Gegner im Abstand sind. Achten Sie auf Zeichen des Todes, um anzugreifen oder abzuwehren. Ich hab ihn doch schon fertig gemacht. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Hufflepuff. Danke, Professor Hackett. Hey. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen.
Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. So, dann quatsch mal kurz mit Sebastian. Was ich noch kurz anmerken wollte, sie hat jetzt gerade gesagt, Punkte für Herr Hufflepuff. Es gibt kein Belohnungssystem in diesem Spiel und auch kein Strafungssystem. Das heißt, selbst wenn wir nur Scheiße bauen die ganze Zeit, dann passiert eigentlich relativ gar nichts. Genauso wie bei Belohnungen, die Punkte ändern sich nicht. Das hoffentlich wird im zweiten Teil, oder soll im zweiten Teil dann mit dazukommen, dass wir auch Punkte abziehen können. Pause mit Hausmeisterschaft und Quidditch und. Das wäre halt schon cool, wenn das mit dazukommen würde. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Ich bin übrigens Sebastian Cello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Er muss es ja nicht wissen. Du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Passiert ja sowieso nichts. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Bei Gelegenheit. Dann bis bald. Und damit haben wir Auftrag abgeschlossen und Unterricht ohne Verteidigung in die dunklen Künste, auch wenn die Folge heute ein bisschen kürzer wird. Werden wir noch mal ein, zwei Dinge machen gerade. Und zwar ist mir... Warte mal, kriege ich das hin? Ist mir nämlich was aufgefallen zwischendurch. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wo es war. Weil ich natürlich nicht jeden Ort auswendig kenne. Ich glaube, es war hier oben. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ich glaube, es war tatsächlich hier oben. Bin mir nicht sicher, wie gesagt. Ich muss mal kurz gucken. Ach, eine Toilette. Hier ist nämlich eine Kiste. Aber die eher uninteressant. Kann ich da irgendwie rein? Ah, jo. Oh. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich... Was ist das hier? Hier kann man doch mal sagen, ich sage. Ah, so das. Aber lustig. Ist das ein Easter Egg? Ist das ein Viertaftrank? Das ist, glaube ich, nicht Viertaftrank. Entschuldigung. Aber. Ich glaube, es ist so eine kleine Andeutung. Es könnte aber natürlich auch viel. Oh, Hilfe. Ich würde spontan sagen, die Toilette ist ein bisschen kaputt. So, dann werden wir die Flohflammen hier kurz mit freischalten.
Professor Fix Raum. Ja, ich weiß, der Name ist blöd. Schloss auf Stufe 1 können wir noch nicht freischalten. Dazu brauchen wir, ich glaube, Alumora war das, der Öffnungsdings. Kriegen wir später noch. Okay. Kriegen wir später noch. Ich weiß gerade nicht zu 100%, wo die Ecke war. So allzu lang und ewig will ich die Folgen ja auch nicht machen. Jetzt die Folge zumindest nicht machen. Weil es schon relativ spät ist. Also zu spät. Wir haben jetzt, glaube ich, gleich. Wir haben jetzt 7:45. Und mein Wecker geht um kurz nach. Geht um kurz nach 3. Dementsprechend möchte ich natürlich nicht allzu spät jetzt uns aufnehmen. Gerade weil ich die Videos mal schneiden will. Revelio. Hier ist doch die Buchseite. Was, der mich von Banner, was der Bekloppte? Moment, ist das nicht der Raum der Wünsche? Ist das nicht hier gewesen? War nicht Banner, was der Bekloppte? Oh, aus dem Mito. Ich will nur mal ganz kurz was gucken. Gerade. Tatsächlich. Komme ich hier höher? Ja. Ja, dieser Ort ist. Die Gärten in Hocken. So, 27 Goldmünzen. Aber das ist doch nicht. Warte mal. Ist das tatsächlich hier? Revelio. Warte, war das höher? Also ja, tatsächlich suche ich gerade die Stelle, wo Dumbledore ermordet wurde. Ah ja, das glaube ich war hier. Genau, das war hier. Hier ist doch. Oder weniger war das hier, der war da runter. Ja. Oh, guck mal, da links. Eine weitere Handbuchseite. Hast du so ein Meteoroskop? Ja, gut. Das war nur tatsächlich mal was kurz zu gucken, weil ich will gucken auf die Uhrzeit. Was haben wir denn als nächstes als Hauptaufgabe jetzt eigentlich? So, triff dich mit Professor Weasley im Unterrichtsraum für Verwandlung. Revelio. Mal kurz, ich muss nur ganz kurz wohin. Da. Hier markiert er wenigstens uns. Aber wir haben ja Akio, ne? Wir können ja theoretisch auch diese fliegenden Seiten finden. Können wir jetzt ja zu uns holen. Ich glaube, die zählen tatsächlich mit dazu. Aber krass, wie weit hoch das eigentlich ging, die ganze Geschichte. Zum Turm. Also wenn wir mal zwischen 20 und 30 Minuten, dass die erste Folge ein Ticken länger war, sollte klar sein. Also ich glaube so 20, 30 Minuten. Ja, die ist oben, leider. Die Kiste und die Handbuchseite. Da kommen wir jetzt gerade nicht dran, leider. Da kommen wir leider noch nicht dran. Das müssen wir alles noch bringen. Er wird sicher irgendwann eine. Ominous Gaunt. Gaunt, das, der Name sagt mir was. Das ist nämlich der
Großvater? Großvater, glaube ich, war das. Von Voldemort? War wie ist der alles? Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, dass der das wirklich war. Aha. Warte, bei der Hand muss halt einem Tierwesen. Damit erreichen wir Level 3. So, dann haben wir hier noch eine weitere Flohflamme, die ich mir freischalte, nämlich den Verwandlungshof. So. Okay. Revelio. Warte mal, ist eine weitere Handbuchseite noch, ne? Hier ist die. Weibernbrunnen. 3 von 8. Nein, aber wir werden jetzt nur so zwischendurch ein bisschen nach den Kisten. Nach den Dingern suchen. Gut. Dann bin ich jetzt raus heute. Wir sehen uns, liebe Leute, in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall. Hey, doch, ein paar Minuten machen wir noch. Komm. Ich muss noch mal. Ich muss noch mal kurz was gucken. Genau, die war das hier. Reparo haben wir leider nicht, ne? Reparo haben wir leider noch nicht. Warte mal. Aha! Cool. Nummer 4. Ja, dafür kriegen wir nämlich natürlich auch Erfahrungspunkte. Damit leveln wir natürlich auch ein bisschen so zwischendurch. Also wie gesagt, ich würde ja gerne noch so 2-3 Minuten machen wir noch, damit wir weiterkommen. Ja, zwischendurch diese Statue, das müsst ihr ein bisschen mitnehmen. Wie gesagt, für jeden Handbuster gibt es natürlich Erfahrungspunkte, umso mehr wir kriegen, umso mehr leveln wir. Revelio. Das ist doch immer eine. Ich muss hier oben irgendwo sein. Bestimmt hier. Auch nicht. Dann ist sie weiter hier hinten, oder was? Revelio. Ist sie rum? Die muss ja hier irgendwo sein. Ist sie doch oben oder was? Hier ist sie. Nee, warte mal. Hier vorne ist sie. Ja, hier ist er doch, Sir Cadogan. Wie gesagt, der Ritter, der damals die... Revelio. Der damals wegen der fetten Dame und so. Ja, da können wir ja leider nicht hin. Wir können ja nicht alle Orte aufsuchen. Auch nicht die aus dem Harry Potter Film. Ich möchte gerne einen speziellen Ort mir definitiv mal im Let's Play angucken. Dazu müsste ich aber jetzt genau auswendig wissen, wo es ist. Komm, war. Ach, guck mal dann bei Gelegenheit. Das kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Lenora Everley. Ja, die hatten wir schon mal. Genau. Gibt ein Rätsel. Die müssen wir auch nochmal machen, die Quest. Diese Beziehungsquest und so. Guck mal.
Und das war die Nummer 6. Und auch diese Dinger bringen natürlich hier Erfahrungspunkte. Und da sind wir schon fast in Level 4. Und direkt die 5. hinterher. Und damit sind wir gefasst. Warte mal, das ist wieder eine, oder? Ist die hier unten? Damit haben wir sogar die 8 gefunden. Gregor der Kriecher. Damit haben wir 8 Handbuchseiten mit Hogwarts. Und erreichen damit Level, fast sogar Level 4. Schaut, wir sind jetzt durch. Wir haben jetzt in Hogwarts alleine schon 10 Handbuchseiten gefunden. Nur wie gesagt, mal ein bisschen durch die Gegend, ein bisschen Revelio rein spammen und dann, ja. Und auch das bringt. Erfahrungspunkte. Haben wir wieder. Ist keine. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass hier vielleicht die nächste ist. Aber scheinbar war nicht der Fall. So, dann machen wir die Geschichte hier noch schnell. Das ist relativ simpel erklärt. Das ist ein kleines Rechenrätsel. Und zwar geht das oben links los mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das heißt ein kleines Rechenrätsel. Damit müssen wir gucken. Ihr seht die Fragezeichen. Hier ist einmal ein Fragezeichen. Oh, das zweite. Und hier, das sind übrigens diese Schränke, die ich meine. Mit denen, wo die Schlüssel durch die Gegend fliegen. Die Hausmarken drin sind. Ich muss mal gerade gucken, wo das zweite Ding ist. Ich weiß, wo ich hin muss. Mal kurz, ist das oben oder was? Ich meine ja nur. Klar, warte mal, das wollte ich eigentlich noch gemacht. Ich muss doch gerade gucken, wo das Ding mit den zwei Frage. Das kann doch nicht hier weg sein. Warte mal, das kann doch nicht wirklich weit weg sein. Reiterung ist ja nicht schwer. Ich muss es nur finden. Gefunden. Level 4. Und Level 4. Ja. Seht ihr mal, alle nur mit den Handbuchseiten mal kurz 2 Level gewonnen. Na gut, dann muss ich es anderweitig suchen. Ich dachte, ich könnte es jetzt so einfach mal hier lösen. Ich finde es halt nicht, ne? Ich dachte, ich könnte es einfach mal eben. Rebellion. Da oben ist es, okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Dann machen wir das schnell noch, komm. Das Rätsel machen wir noch. Also, das ist ein relativ simples Rätsel. Also, wie gesagt, die Mitte ist hier Zahl 21. Ihr seht hier unten links schon die 11. So, dann haben wir dieses komische Ding. Das ist 012, das heißt, das sind dann 13. Müssen wir 8 finden. 4, 5, 6, 7, 8. Das ist dieses komische Alien-Symbol. Finden wir das nicht? Aber das ist nicht recht, dachte, wäre was. Achso, ach nee, die Spinne ist es. Das ist das Richtige. Genau, bis 9. So, dann machen wir das nämlich auch fertig. Das sind das 8 jetzt. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sebastian mal ein Duell verloren hat. Und jetzt, ja, ich habe gewonnen gegen den. So, dann haben wir hier 0, 1, 2, 3, 4, 5. Moment. Müssen wir mal gerade gucken. Bist du das hier? Ja. Dann ist das da unten 9. Das sind 14, also das zweite ist 3. 0, 1, 2. Das heißt, diese komische Schlange müsste das sein und dann müsste das Ding offen sein. Ich wollte schon mal sagen, ich hätte mein Revelio. Also, die komische Schlange müsste das sein.
Und damit müsste eigentlich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, die Tür offen sein. Ich habe mich nicht verrechnet. Und so einfach gehen die Türen offen. Das ist immer dasselbe Prinzip. Wir müssen nur ein bisschen rechnen und die Dinger finden. So, gut. Mir ist es eigentlich nicht. So, da kommen wir mal kurz gucken uns noch mal. Wir können es ja rein theoretisch ausrüsten, aber ich kann es ja unsichtbar machen, das ist der Vorteil. Wir nehmen die Handschuhe, legen die Handschuhe an, die können wir. Wir nehmen sie wieder ab. Wir haben sie nur quasi virtuell offen. Natürlich nicht. So, dann haben wir die Maske wieder. Ablegen. Plüpp. Ah, hier ist zum Beispiel die Brille. So ähnlich wie Lunas Brille. Und hier haben wir die Toten-Maske, die ich damals auch hatte. Als Lizard. Aber wir werden sie jetzt nicht mitnehmen. Warte mal, ich gucke jetzt gerade. Genau, die Brille werden wir hier wieder anhaben. Ein bisschen werden wir uns jetzt pushen. Theoretisch will ich aber. Gibt's hier nicht einen Blizzard? Mann? Rein theoretisch, warte mal. Ich dachte, ich hatte jetzt den. Das war jetzt eigentlich nicht der Fall der Sache. Gibt's den normal? Gibt's nicht normal wieder den normalen Slytherin-Anzug? Halsbekleidung? Schal können wir ja da lassen, aber den Hut will ich wieder rausnehmen. Gut, den lassen wir, dann kann man auch den direkt lassen, brauchen wir nicht. Genau, warte mal. Outfit. Zauberstab können wir noch nicht machen, weil wir noch keinen haben. Schal der dunklen Künste. Ne, wir nehmen den Schal wieder raus. Jo, dann passt das soweit. Irgendwie gefällt mir das so am besten. Aber wir werden sowieso noch zwischendurch neue Sachen bekommen. So, das soll es dann gewesen sein. Wir sehen uns wieder, liebe Leute. Morgen um 14 Uhr wieder Bock drauf bei Hogwarts Legacy. Und dann gucken wir mal, was Professor Weasley da am Verwandlungshof eigentlich von uns will. Ja? Okay. Tschüss.